Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Heute sollen wir mal ein Rabenkärtchen ziehen. So, die gehen ein bisschen schwer zu mischen. Die sind ein bisschen groß für meine kleinen Hände. So, schauen wir mal, was passiert. Ach, und der Tisch wackelt immer noch. Auch wenn ich jetzt die Karten auf den Tisch lege, würde der Tisch wackeln. So, da ich ein Wackelpeter bin, darf der Tisch gerne wackeln. Das stresst mich jetzt alles. Der Tisch darf wackeln. Das ist ein Wackeltisch. So. Viel zu viele. Viel zu viele, die sind zu groß. Machen wir jetzt anders. So, was soll denn heute von den Raben zu uns kommen, liebes Universum? So. Legen wir die mal wieder weg. Was möchte uns denn der Rabe am Samstag sagen? Sei federleicht, spiele, wirbele und tanze. Also, wenn das mal keine schöne Karte fürs Wochenende ist. So, was sagen uns die meine neuen Mondnacht-Lenormand-Karten noch? Ich wurde gefragt, ob die Karten bei mir immer nur alle gut sind. Also, ich bin ein sehr positiver Mensch, generell von Haus aus. Und es gibt Karten, die sind natürlich auch für mich nicht positiv. Das kommt aber auf das Gesamtbild an. Also, gestern die Mäuse, beziehungsweise die eine süße kleine Maus, die war jetzt für mich nach wie vor, ist das also nichts, was, ja, da knabbert für mich nichts dran. Wie gesagt, jeder hat eine andere Bedeutung zu seinen Karten. Ich kriege ganz viel von oben rein, auf das ich auch höre. Und gestern kam also, wie gesagt, sofort diese kleine Maus. Da ist nichts Dunkles auf der Karte. Die ist sehr hell. Die Maus saß ganz ruhig da, ganz gemütlich, hat ihr Futter gefressen. Und ja, die Maus hat sich für mich einfach wohlgefühlt. Und ich deute meine Karten so, wie es reinkommt. Also wenn ich jetzt von oben gesagt kriege, ich sage jetzt mal die Routen. Für mich waren jetzt die Routen ein gutes Gespräch. Hatte ich heute bei mir direkt selbst auf der Arbeit. Das kommt immer für mich drauf an, in welchem Zusammenhang die Karten liegen. Wenn natürlich mir von oben gesagt wird, die Routen sind jetzt mit Stress verbunden, es gibt Krawallgespräche, was auch immer, dann deute ich das natürlich so. Aber von Haus aus finde ich auch, ganz alleine für mich, sind die Lenormand-Karten immer nur wundervolle Karten. Beim Tarot sind es die Schwerter, die immer ein bisschen rumzicken. Aber Tarot möchte nicht zu mir. Ich habe das ein paar Mal probiert, habe auch mit einem Engel darüber gesprochen. Tarot möchte nicht zu mir. Vielleicht noch nicht zu mir, vielleicht kommt es irgendwann, aber die Lenormand-Karten sind für mich gemacht. So, gucken wir mal. So, wie die Sense. Super Beispiel. Bei ganz vielen würden, ganz viele würden jetzt sagen, die Sense piekst in die Fische. Also entweder ins Geld oder in die Gefühle. So, für mich ist die Sense, mit der Sense wurde früher das Heu geerntet. Da kam die Ernte rein. Da wurde alles beigebracht, was das ganze Jahr gesät wurde. Also für mich ist zum Beispiel auch die Sense nicht, dass sie irgendwo reinpiekst. Für mich ist es einfach so, da wird die Ernte reingeholt. Ist für mich zum Beispiel auch eine Karte, habe ich von oben reingekriegt, September, Oktober, weil da geerntet wird. Mittlerweile ist ja alles ein bisschen früher, aber ja, ich soll gerade noch ein Klatschen springen lassen, dann machen wir das doch. Wie gesagt, also jeder hat eine andere Deutungsweise, jeder sogar zwei. So, Wunscherfüllung, Wunscherfüllung, Veränderungen. Ich hatte ja auch heute Morgen schon gesagt,
dass auch die Eulen für mich fast wie ein Liebespaar aussehen. Also die sprechen miteinander, die fühlen sich, glaube ich, wohl, so wie sie da sitzen. Die sind jetzt für mich weder aufgeregt noch sonst was. Also es wird ja viel gedeutet, die Eulen wären ja Aufregung, Getratsche, beziehungsweise die Vögel Aufregung, Getratsche, was auch immer. Ist es für mich im Mund nach Lennemoor zum Beispiel überhaupt nicht. Die sitzen hier ganz ruhig und ich kriege jetzt gerade wieder rein, also es wird irgendetwas geerntet. Ja, es gibt eine Veränderung, tiefe Gefühle. Also wie gesagt, was mir jetzt hier sofort auffällt. Zwei Fische, zwei Störche, zwei Eulen. Es geht also um Pärchen. Ach so, und was ich noch dazu sagen möchte, es sind also alles nur allgemeine Tendenzen. Ich möchte das aber nicht immer wieder sagen, weil ich glaube, es wird von jeder Kartenlegerin gesagt. Und ganz ehrlich, es nervt mich. Ganz klar ist es eine allgemeine Tendenz, weil es sind ja allgemeine Tendenzen. Es gucken ja ganz viele. Wenn wir für euch direkt ein Plättchen legen, dann sind es natürlich nur eure Energien. Aber so ist es allgemein. So. Für mich sehr gute Energien für den Samstag. Also es hat für mich definitiv was mit einem Liebespaar zu tun. Ich kriege das dreimal rein. Vielleicht wird jetzt endlich etwas geerntet, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Ach so, das darf auch nicht so machen, da klappert auch der Tisch, gell? Es ist aber auch ganz schlimm mit dem Tisch. Wie gesagt, es kommen Veränderungen, was die tiefen Gefühle betrifft. Es gibt Gespräche, kriege ich gerade rein. Es gibt sehr schöne Gespräche. Es kommt zu einer Wunscherfüllung. Wie gesagt, die Raben sagen, sei federleicht. Spiele, wirble und tanze. Es wird einen tollen Samstag geben für einige von euch. Ja, es kommt zu einer Transformation. Die Sonne ist die höchste Glückskarte. Wir haben Sommer. Könnte was mit eurem Dual zu tun haben. Wieder die süße kleine Maus hier, die sich ausruht und ganz nett essen tut. Die Ängste gehen raus. Die Ängste gehen raus. Die Maus sitzt ganz ruhig hier, ohne Angst zu haben, dass irgendwie die Mausefalle zuklappt. Die Maus fühlt sich hier wohl, bei mir zumindest. Ja, Erfolg auf ganzer Linie und es wird vom Universum geführt. Es kommt ein Geschenk für euch. Genau. Also alles schick, alles wunderbar. Genießt den Samstag. So, für die ganz, ganz Hartnäckigen von euch gibt es noch ein Liebeskärtchen. Ich mische zumindest mal schon nicht mehr die Karte und habe die Hände auf dem Tisch. So. Also ich finde die Karten toll. Dreimal ein Pärchen, tiefe Gefühle, Veränderungen in euren Gefühlen. Es wird irgendetwas endlich geerntet. Vielleicht kommt euer Seelenpartner, euer Herzmensch endlich auf euch zu. Es kommt zu Gesprächen, die aber auch sehr schön sind. Ich fühle also eine sehr starke Wärme in mir. So, Liebe soll nichts kommen. Im Universum ist ausgemacht, dreimal mischen, Liebe soll nicht kommen. Die steht quer. Vertrauen. Ihr sollt also Vertrauen haben. Ihr sollt Vertrauen in eure Beziehung haben, in vor allen Dingen in euch selbst, in eure Gespräche. Es kommt zu Veränderungen. Was wird noch transformiert? Ich liebe diese Karten. Vielen Dank. Manchmal kriege ich auch von einem Engel gesagt, ich soll die Karte noch umdrehen und nach der Unterkarte schauen. Manchmal aber nicht. So, die fiel zuerst. Ehrenamtliche Tätigkeit. Vielleicht sollt ihr irgendetwas machen, älteren Menschen helfen, im Garten einkaufen gehen, was auch immer. Und immer bedenken, wir werden alle mal alt und brauchen Hilfe. Und es ist sehr schön, wenn man gerade in der jetzigen Zeit bei Corona ein bisschen in der Nachbarschaft guckt, wer braucht vielleicht Hilfe von älteren Menschen. So. Und dann kommen noch die himmlischen Zeichen. Also, das Universum schickt euch Zeichen heute. Immer schön drauf achten. Es kann eine Feder sein, die im Weg liegt. Es kann Nummernschild sein, was euch
was vielleicht die Initialen von eurem Herzmenschen und euch hat. Es kann eine Doppelzahl, eine Dreifachzahl, eine Vierfachzahl sein. Kann eine tolle Blume sein, kann ein Tier sein. Also ich bin zum Beispiel sehr mit Eichhörnchen verbunden. Dann ist für mich immer, das ist für mich immer ein gutes Zeichen, wenn ich ein Eichhörnchen sehe. Wie gesagt, immer schön achten. Was möchten wir noch etwas, liebes Universum? Die Liebe. So, dann gibt es noch drei Botschaften von Herzen. Da sind sie auch schon. Sind sogar vier. So, Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Also geben und nehmen, immer schön im Ausgleich. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Vielleicht ist heute der richtige Zeitpunkt, da es zu Veränderungen kommt. Die Ernte wird eingeholt. In der Liebe. Es kommt zu netten Gesprächen. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Das war die letzte Karte für heute am Samstag. Ich wünsche euch einen zauberschönen Samstag. Fühlt euch geherzt. Macht's Beste draus. Liebt euch, lacht viel miteinander, geht raus in die Natur, es soll ja schönes Wetter werden. Bis morgen. Tschüss.